Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. Dieser Slidecast stellt Ihnen das Prinzip der Preiselastizität vor. Sie lernen im Folgenden den Begriff der Preiselastizität kennen sowie seine Bedeutung. Darüber hinaus wird die grafische Darstellung der Preiselastizität erläutert. Und wir zeigen Ihnen, wie man Preiselastizitäten berechnet. Beginnen wollen wir mit der Begriffserklärung und den Grundprinzipien der Nachfrage- und Angebotsmengen. Per Definition ist die Preiselastizität ein Maß, das angibt, wie sich die Nachfrage- oder Angebotsmenge an einem Markt für ein bestimmtes Produkt verändert, wenn der Preis des Produktes verändert wird. Die nachgefragte und angebotene Menge eines Produktes orientiert sich nämlich neben anderen Faktoren, wie beispielsweise dem Einkommen eines Haushalts, ihren Zukunftserwartungen, den Preisen anderer Produkte, den Präferenzen der Haushalte und Ähnlichem, vor allem an dem Preis des Produkts selbst. Angenommen, Max kauft jeden Morgen ein Croissant beim Bäcker zu einem Preis von 80 Cent. An einem schönen Montagmorgen kommt Max wie gewöhnlich zum Bäcker und das Croissant kostet nur 90 Cent. Die Preiserhöhung passt ihm gar nicht und deshalb kauft er das Croissant nicht. Die Preiserhöhung hat also einen Rückgang der nachgefragten Menge hervorgerufen. Die Bäckerei wird hingegen versuchen, mehr Croissants zu einem Preis von 90 Cent zu verkaufen und die angebotene Menge aufgrund der Preiserhöhung auch erhöhen. Grafisch lässt sich dieser Sachverhalt wie folgt beschreiben. Auf der Y-Achse zeichnen wir den Preis ab, auf der X-Achse die Menge. Vereinfachten und logischen Annahmen zufolge verläuft die Nachfragekurve linear. An dieser Darstellung kann man nun ablesen, dass zu einem vergleichsweise niedrigen Preis P1 eine vergleichsweise große Menge Q1 nachgefragt wird, während bei einem relativ hohen Preis P2 eine entsprechend kleinere Menge Q2 nachgefragt wird. Die Preiserhöhung führt also zu einem Rückgang der nachgefragten Menge. Genauso führt eine Preissenkung zu einem Anstieg der nachgefragten Menge. Die Bewegung erfolgt auf der Kurve. Wenn die Nachfragekurve steiler verläuft, fallen Rückgang oder Anstieg der nachgefragten Menge bei der gleichen Preisänderung geringer aus. Auf der rechten Seite sehen wir also eine Nachfrage mit geringer Preiselastizität, während auf der linken Seite eine Nachfrage mit hoher Preiselastizität abgebildet ist. Grundsätzlich gilt, dass die Preiselastizität der Nachfrage umso höher ist, je mehr Alternativen es gibt, je weniger lebensnotwendig das Produkt ist und je länger der betrachtete Zeithorizont ist. In unserem eingangs erläuterten Beispiel konnte Max sich statt des Croissants auch einfach eine andere Backware kaufen. Fährt Max aber morgens mit dem Auto zur Arbeit und bemerkt an der nächsten Tankstelle, dass der Benzinpreis gestiegen ist, hat er kurzfristig keine andere Wahl und muss die Preiserhöhung in Kauf nehmen. Im selben Koordinatensystem, in das wir die Nachfragekurve gezeichnet haben, lässt sich auch die Angebotskurve darstellen. Vereinfachten und logischen Annahmen zufolge verläuft auch diese ebenfalls linear. Zu einem vergleichsweise niedrigen Preis P1 wird eine vergleichsweise kleine Menge Q1 angeboten, während bei einem relativ hohen Preis P2 eine entsprechend große Menge Q2 angeboten wird. Die Preiserhöhung führt also zu einem Anstieg der angebotenen Menge. Genauso führt eine Preissenkung dazu, dass die angebotene Menge zurückgeht. Auch hier erfolgt die Bewegung auf der Kurve. Und auch beim Angebot gilt wieder, wenn die Angebotskurve steiler verläuft, fällt der Anstieg oder der Rückgang der angebotenen Menge bei gleicher Preisänderung geringer aus. Auf der rechten Seite sehen wir also ein Angebot mit geringer Preiselastizität, während auf der linken Seite ein Angebot mit hoher Preiselastizität abgebildet ist. Grundsätzlich gilt, dass die Preiselastizität des Angebots höher ist, wenn die Anbieter auch in der Lage sind, die Angebotsmenge beliebig zu erhöhen. Ist der Bestand an Produkten aber begrenzt, können die Anbieter die angebotene Menge erst langfristig erhöhen, während ihnen kurzfristig die Hände gebunden sind. Für unseren Bäcker aus dem eingangs genannten Beispiel war es nicht wirklich aufwendig, ein Blech Croissants mehr in den Ofen zu schieben. Aber beispielsweise in der Automobilindustrie können Mengenerhöhungen nicht kurzfristig, sondern wenn überhaupt nur durch langfristige Kapazitätserhöhungen realisiert werden. Berechnet wird die Preiselastizität als Betrag des Quotienten aus relativer Mengen- und relativer Preisänderung. Ist dieser Elastizitätskoeffizient größer als oder gleich 1, spricht man von einer elastischen Nachfrage bzw. einem elastischen Angebot. Ergibt sich ein Elastizitätskoeffizient, der kleiner als 1 ist, sprechen wir von einer unelastischen Nachfrage oder einem unelastischen Angebot. Angenommen, vor der Preiserhöhung in T1 werden täglich 300 Croissants zu einem Preis von 80 Cent verkauft. Und die Preiserhöhung in T2 von 80 Cent auf 90 Cent bewirkt einen Rückgang der Nachfrage auf nur noch 250 Croissants. Dann berechnet man die Preiselastizität wie folgt.
Es ergibt sich ein Elastizitätskoeffizient von 1,33. Es handelt sich also um eine elastische Nachfrage. Sinkt die Nachfrage bei der gleichen Preiserhöhung nur um 10 Croissants, also auf 290 Croissants, ergibt sich ein Elastizitätskoeffizient, der kleiner ist als 1. Es handelt sich also um eine unelastische Nachfrage. Sie wissen nun, was eine Preiselastizität ist, wie Sie diese grafisch abbilden und wie Sie diese berechnen.